Jo, liebe Leute, Theo hier mit einem neuen Mario Odyssey Video und eigentlich wollte ich heute nur eine richtig schwere Mario Odyssey Challenge machen, aber nein, Leute, es gibt einen neuen, phänomenalen, bahnbrechenden Glitch, der vor genau 2 Tagen gefunden wurde und ich werde Ihnen auch natürlich jetzt erklären, wie er funktioniert und was ihr alles damit krasses machen könnt. Und zwar könnt ihr mit dem Glitch theoretisch, wenn ihr ihn perfekt beherrscht, jede Plattform erreichen und fast schon fliegen im Forstland, also im Mudden Kingdom. Aber es ist halt nicht leicht. Und für das extra Video heute könnt ihr mal einen Daumen nach oben da lassen, da würde ich mich echt drüber freuen. Ich würde sagen, ab ins Forstland und dann zeige ich euch, wie der Glitch funktioniert. Als allererstes wäre es klug, wenn ihr euch ein Königsherz holt, also ein Riesenherz, damit ihr 6-mal getroffen werden könnt, weil ihr werdet diese Treffer brauchen. Danach öffnet ihr die Karte und teleportiert euch zum Aussichtsdeck oben und dort ist ja der Flugsaurier. Den schnappt ihr euch und fliegt zu dieser besagten Stelle, die ich euch hier zeige. Dort gibt es ja ein Blumenbeet und ja, Leute, die meisten Glitches mit dem Flugsaurier wurden gepatcht, aber nein, dieser nicht, Leute. Ihr könnt genau bei dem Blumenbeet durch die Wand, wenn ihr einfach dagegen lauft, die ganze Zeit B drückt und springt und dann am besten noch den Controller ab und zu schüttelt, dann backt ihr irgendwie da durch. Es klappt irgendwie immer. Und wenn ihr durchgebackt seid, müsst ihr scharf rechts in den Raum, wo ihr einen Mond kriegt, wenn ihr den Firebro besiegt. So, wenn ihr da drin seid, platziert ihr die kleine Flugechse dort rechts. Und dieser Firebro, den ihr hier seht, ist verbuggt, weil theoretisch dürftet ihr ihn gar nicht erreichen, weil halt die Tür noch zu ist. Er ist unsterblich, Leute. Mehr dazu gleich. Schnappt ihn euch erstmal und packt ihn links auf die Seite, geht aus ihm raus. Und ihr seht schon, er ist nicht verwirrt, wenn ihr rausgeht, sondern er steht immer noch da, als wäre nichts los. Springt ein bisschen links auf ihn rauf, damit er nach rechts fliegt. Dann schnappt ihr euch wieder die Flugechse und lauft links an die Wand und versucht mit ZR aus ihm rauszugehen wieder, damit ihr durch die Wand backt. Dann nur noch den Hut auf den Ständer schmeißen und dann springt ihr wieder auf den Firebro, um ihn letztendlich über die Türschwelle durchzukicken. Dann holt ihr euch Cappy zurück, dann könnt ihr den Firebro kapern und schwuppdiwupp ist der Glitch schon fertig, so gut wie. Ihr seid bereit loszulegen. Ihr habt jetzt einen unsterblichen Firebro und selbst wenn ihr aus ihm rausgeht, bleibt er dort, er greift euch auch nicht an und wenn ihr jetzt auf ihn raufspringt, könnt ihr theoretisch unendliche Höhen erreichen, Plattformen erreichen, die ihr normalerweise niemals erreichen könntet. Am besten, um es zu trainieren, geht ihr am besten mit ihm in eine Ecke, springt auf ihn rauf, haltet B gedrückt, das ist sehr wichtig, wenn ihr auf ihn raufspringt. Und dann merkt ihr schon, wie man nach oben geschossen wird. Und es gibt Leute, die wirklich krasse Höhen damit erreicht haben. Einer von euch hat mir auf Twitter nämlich seinen Clip geschickt namens TLOD, wie er dort eine extrem riesige Höhe erreicht hat. Respekt erstmal an dich. Deswegen, Leute, man kann wirklich damit so gut wie fliegen, wenn man das richtig beherrscht. Wenn man das wirklich kann und es perfekt ausbalanciert auf dem Firebro, kann man jede Plattform im Mudden Kingdom erreichen, die man will. Es ist halt nur ziemlich schwer, weil ihr halt immer getroffen werdet. Und deshalb würde ich euch einfach raten, euch davor ein Herz zu kaufen. Ich werde das auf jeden Fall auch noch länger trainieren und werde euch dann nochmal richtig krasse Plattform zeigen. Irgendwo, wo man sonst gar nicht hinkommt. Ein Daumen nach oben für das Video. Würde mich echt freuen, Leute. Ich bin damit raus mit dem Glitch heute. Probiert's aus. Es ist ziemlich viel Vorbereitung, aber wenn man es erstmal hat und erstmal geschafft hat, dann lohnt es sich. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.